Mahnmachung an alle Arbeiter. Mimosa will das Wasserreservoir bis zum Ende des Jahres in eine unterirdische Sauna umgewandelt sehen. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Bin da. Was? Erwischt, Chai. Da habe ich wohl ein bisschen zu früh losgelassen, so wie er den Anschein hat. Von hier aus hören wir die Show. Und ich glaube nicht, dass uns jemand findet. Unsere Jobs sind sicher. Aus dem richtigen Winkel sieht man sogar ein paar Scheinwerfer. Als wäre ich da. Die geben sich ja aber wirklich mit dem wenigsten zufrieden, wa? Oh nein, verrat uns nicht. Wir werden gefeuert. Oh, ey. Gesundheitstankteil. Das, was ich quasi versuche voll zu kriegen, aber nie voll kriege, weil ich halt so oft auf die Fresse bekomme. Ich habe übrigens ein bestimmtes Spiel, was da auch bei GDQ gezeigt worden ist. Wie heißt es nochmal? Rabbit in Steel, glaube ich, hieß es. Ich hatte das vorher irgendwann mal gesehen gehabt und dachte mir so, irgendwie ein interessantes Spiel. Und hab dann aber gesehen im Trailer, oh okay, warte mal, mehrere Leute, das scheint dann wohl eher ein Multiplayer-Spiel zu sein. Schade. Hab dann irgendwo mal einen Stream gesehen gehabt, da habe ich das auch dann halt als Multiplayer-Spiel dann halt nur gesehen. Und auch bei GDQ war das genau dasselbe. Nur durch Zufall hatte jemand im Chat gefragt gehabt, quasi so im Sinne von, ja, ist wahrscheinlich eine überflüssige Frage, aber das Spiel wird wahrscheinlich nur Multiplayer sein, wa? Und da hatte dann jemand gesagt, nee, das kannst du auch solo spielen. Da sind dann die Mechaniken von den Bossen ein bisschen anders, aber kannst du voll und ganz solo spielen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur so, oh, what? Nicht dein Ernst, wie teuer ist das Spiel? Und hab mir das dann einfach instant geholt. Und danach habe ich erstmal eine Pause im Park gemacht. Und habe dabei diese Notiz gefunden, in der drin stand, ich liebe es, hierher zu kommen, um mit den Katwan-Hunden zu spielen. Man möchte meinen, sie sind gefährlich, weil sie ja zum Grashäckseln gebaut wurden, aber sie knuddeln auch gern. Und außerdem ist hier ein toller Platz, um eine Pause zu machen, ohne gesehen zu werden. Mein Job ist sicher. Deswegen habe ich danach dann das Spiel dann angefangen zu spielen. Und ja, doch, ich meine, das Spiel ist ein gutes Raid-Simulationsspiel, wenn man so will. Allerdings auf höheren Schwierigkeitsgraden, da wirst du oft auf die Fresse kriegen. Und zwar so oft, dass du halt immer und immer und immer und immer wieder verlierst. Und ich versuche da momentan auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad da voranzukommen. Und meine Güte, da hast du teilweise Bosse. Ihr solltet doch bei der Show sein. Jetzt wird's heiß. Ah hey, ist das nicht der Typ, der in StarCraft cool ist? Feuerlöschen ist meine Spezialität. In jederlei Hinsicht. Ist das nicht der Typ, den man in StarCraft hatte, der mit einem Flammenwerfer Zergs einfach mal eben wegbrutzeln konnte? Eine Terraner-Einheit, ich weiß oder gerade nicht mehr, wie der hieß. Feuerfresser, glaube ich, ne? Oder Feuerspucker. Ja, du hattest da in dem Spiel auf Luna, das ist die höchste Schwierigkeitsgrad. Da hast du teilweise Angriffe. Da musst du innerhalb von 3 Sekunden einen bestimmten Safe-Spot finden. Und wenn du da nicht bist, siehst du quasi den gesamten Bildschirm einfach nur als tot an. Weil einfach alles Schaden macht. Du hast quasi einfach pures Chaos und du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Und musst binnen von 3 Sekunden jetzt wissen, wo soll ich hin? Also, im Laufe der Zeit kommt man zwar voran, aber uff. Na gut, was ist hier jetzt? Achte darauf, dass Korsika mit LT ausgewählt ist. Ja, okay. Korsika greift Gegner mit einem Windstoß an. Dieser verursacht zwar keinen direkten Schaden, aber sie kann brennende Gegner oder Feuer auf dem Schlachtfeld löschen. Schwächere oder betäubte Gegner werden so verwirrt und sind für Angriffe verwundbar. Okay.
Au. Ach ja, ist ein Boxer. Auf geht's. Das mach ich. Wie ging nochmal blocken? Ah ja, okay, B. Ach ja, der wird ja auch so ein Ultimate haben. Okay, der war easy. Ist doch kinderleicht. Und? Betäube Gegner mit Korsika und Schwäche Betäubungsleisten? Korsika kann helfen, selbst die zähesten Gegner zu knacken. Suche nach dem Dint-Symbol neben der Betäubungsleiste von Gegnern, um zu wissen, was sie, wann sie geschwächt sind. Greife dann rasch mit Chai an, um eine Zeit lang den Betäubungsschaden zu erhöhen. Ah, okay, ich kann also schneller dann die stunnen. Cool. Und schwache Gegner sind einfach sofort gestunnt. Klingt nützlich. Vergiss mich nicht bei diesen schweren Jungs. Oh, ich sehe gerade, ja. Hi, wie geht's denn so? Schöne brennende Faust hast du da. Wie benutze ich nochmal die Batterie da oben? Ich weiß gerade nicht mehr. Ah, okay, die Taste war's. Nach unten. Korsika, machst du das? Bin schon da, Chai. Zeig's ihm. Ja, bitte? Korsika! Mal die Arme hoch. Oh, der brennt. Ah, ich brenne. An Hof, Peppermint. Mach sie, mach sie. Bitte sehr. Autsch, okay. Ich hab nicht gewusst, dass der Angriff so aussah. Oder da so eine flammende Spur hinterlässt. Irgendwie sitze ich hier komisch. Irgendwie engt da was ein. Ich weiß nicht genau warum. Mir sollte doch bei der Show sein. Jetzt wird's heiß. Nicht cool. Feuerlöschen ist. Ah ja, jetzt gehe ich ja. Genau. In jederlei Hinsicht. Da müsste gleich ein Tooltip wieder auftauchen, ne? Ja. Korsika! Ey! God damn it! Auf geht's! Alles klar, Chai? Oh, warte mal, müsste ich dann nicht theoretisch bei diesen Momenten dann ja eigentlich dann auch Heilung bekommen? Wo ich da diese Super-Angriffe von denen versuche zu parieren? Eigentlich ja, ne? Oh hey, der ist tot. Cool. Lief doch schon mal besser. Imposant. Ich bin so froh, dass wir dich nicht vernichten mussten, Korsika.
Na gut, ab ins Museum mit uns. Ja, aber bestimmt nicht durch den Haupteingang, oder? Man wurde zwar gesagt, dass da niemand jetzt gerade zu sein scheint, aber glaub nicht, dass wir durch den Haupteingang gehen. Ist übrigens toll, dass ich gegebenenfalls vielleicht die ein oder andere Fähigkeit habe, die ich aber mittlerweile komplett vergessen habe, wie ich die eigentlich nochmal mache. Ist irgendwie bei jedem einzelnen Spiel in dieser Art. Egal, ob es jetzt sowas ist wie Bayonetta oder ob das jetzt Devil May Cry ist. Von mir aus kannst du auch sowas noch nehmen wie God of War. Hast du irgendwelche neuen Moves, kann es sein, dass ich halt irgendwelche vergesse. Gerade gekauft und ich habe schon keinen Plan, wie die funktionieren. Da fehlt, glaube ich, noch ein Teil. Dann gehe ich wohl doch durch den Haupteingang. Okay. Warum muss eigentlich manchmal Metall... Riecht nach Geschichte. Ja, hier riecht's nach Geschichte. Meine Finger riechen nach Metall. Warum muss eigentlich immer wieder das sein, dass Metall so komisch riecht nach einiger Zeit? Am Anfang, da hast du nix, aber irgendwann, wenn du Jahre später das anpackst, ist genauso auch bei dem Haustürschlüssel. Jahre später packst du die an, dann riechst du, dass das da eine Hand nach Metall auf einmal riecht. Da riechst du, dass es da riecht? Ja, da merkst du, dass es da riecht. So rum. wir stellen vor, unsere erste Serie zur Lebenshilfe, das GNR 020. Der Leuchtarm erzeugt mehr als 7 Milliarden Lumen, um selbst die dunkelsten Bereiche auszuleuchten. Sie wollen diese Kiste mit alten Kleidern im dunklen Keller finden oder entspannt ein Buch lesen, bevor sie zu Bett gehen. Das GNR-Modell erhält ihren Weg. Ich kann mich erinnern, aber 7 Milliarden Lumen? In der Sekunde, wo das Licht angeht, bist du blind. Und zwar permanent. Unsere führende Serie einfacher Lifestyle-Unterstützung, der SBR 001. Wendelei hat sich gewaltlosen und hilfreichen Dienstleistungen verschrieben und der SBR 001 setzt dabei die Maßstäbe. Ein höflicher und aufrichtiger persönlicher Assistent, der Ihnen bei all den kleinen Problemchen in Ihrem Leben zur Seite steht. Seien es mechanische Defekte im Haus oder einfach nur ein gemachtes Bett. So, okay. Also die ganzen Modelle, die ich hier so bekämpfe, werden hier angepriesen als irgendwas super tolles, hilfreiches Haushaltsgegenstand. tragen Sie Ihren hohen Stand zu Stau mit dem ES-101. Sie wollen Ihren Partnern zeigen, dass Sie eine SBR 001 Einheit wollen, aber genug Geld haben, einen Schritt weiter zu gehen, dann ist das ES-101 Modell genau Ihre Kragenweite. Es kann alles, was das SBR-Modell kann, nur größer und luxuriöser. Sagen Sie alles, indem Sie nichts sagen und einfach auf die SES-Reihe aufrüsten. Okay. Unsere BES-102-Modell A, eine Sicherheitsdienstleistung der Luxusklasse. Dieser Tage ist die Welt voller Gefahren, herabstürzende Meteoriten, außer Kontrolle geratene Flugdrachen, die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Das BES-Modell jedoch sagt dafür, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Er sorgt dafür, nicht sagt dabei. Er sorgt dafür, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Unter seiner 360-Grad-Schutzkuppel ist dieser persönliche Assistent garantiert von allen Seiten geschützt. Schutz des Nutzers ist nicht garantiert. Ja, wow, toll. Willkommen im Wendeley-Geschichtsmuseum, wo man die Reise von Wendeleys bescheidenen Anfängen bis zu seiner glorreichen Gegenwart nachvollzieht. Sie hat auch noch alle Ansagen eingesprochen? Meine Fresse, ist die eingebildet. Na, ich bin da schon sehr interessiert. Chai, diese Ausstellung bringt uns genau zu unserem Ziel. Los! Okay, aber vorher lese ich hier noch. Exponat BL1Z5. Wendeley freut sich, einen Neuzugang zu seiner Outdoor-Reihe vorstellen zu dürfen. BL1Z5-Einheit. Ich sehe jetzt, dass da Blitz steht.
Für den Entdecker, der kein Kochgeschirr mehr mit sich herumschleppen will, übernimmt die... Ist es wirklich Blitz? Nein. BL1 Z5 alle anfallenden Aufgaben. Sie kann braten, dünsten und eine erstklassige Mahlzeit zaubern. Ganz egal, wo sie gerade sind. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen zähem Essen. Ein paar Schläge mit dem bewährten Zartmacher und Ihre Mahlzeit ist garantiert kaubar und frisch. Ah ja, ja. Mein Fleisch ist total zäh geworden. Da ist eine Schuhsohle sogar weicher. Ja, einfach mal draufklappen. Unsere einzigartige Reihe emotionaler Unterstützungsroboter, BA-B00. Nach Jahren der Entwicklung hat Wanderlei endlich seinen Gefährtenroboter herausgebracht, der alle Aspekte aller Haustierartigen sich vereint. Er bleibt in allen Lebenslagen an ihrer Seite und bietet ihnen den notwendigen emotionalen Beistand. Seine Sprache wurde durch eine KI-erzeugte Mischung aus Grunz- und Knurrlauten ersetzt, die für natürliche Behaglichkeit sorgt und Stress mildert. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das haben will. Ich meine, du hast so einen Koloss und der macht einfach irgendwelche Grunz- und Knurrgeräusche. Ja, I don't know, ob das jetzt so eine tolle Sache ist. Vor allen Dingen... Beistandsroboter? Was? Erinnerung an den Empfang. Nicht vergessen. Und falls sich jemand für die Ankündigung beschwert... Falls sich jemand über die Ankündigung beschwert... Merkt euch ihre IDs. Mimosa. Erinnerung an den Empfang. Der Zutritt zum Wanderlei Museum ist stets kostenlos, erfordert jedoch eine obligatorische Spende. Ah ja, klar. Sorgt dafür, dass alle Besucher sich am Wanderlei-Pfeil erfreuen. Wir haben das Ding nicht umsonst patentiert. Sollte irgendjemand Enttäuschung über die Ausstellung äußern, dann erwidert dies mit der Frage, welche Ausstellung? Und versucht denjenigen davon zu überzeugen, dass er sich in einem Traum befindet. What? Was das bitte für ein Quatsch? Hm. Die hat auch ihr eigenes Porträt, aber das ist hier irgendwo im Hinterzimmer oder was? Ich schätze, das Maskottchen-Logo von Tango Gameworks, ne? Ist gerade mal eben in die Welt von The Evil Within gezogen worden. Kann ich auch da rein? Ist aber interessant, dass da so oft ein Crossover so gesehen, ja gut, ich meine, ist ja deren eigenes Spiel, ne? Aber so oft halt mit The Evil Within ein Crossover scheinbar ist. Hm. Ist nicht... Warte ganz kurz. Ist nicht Dingensbums, bist du auch davon von denen, oder nicht? Ich habe das ja installiert. Schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber ich habe das ja installiert. Ja klar, Ghostwire Tokyo ist auch von denen. Warte mal, das ist 2022. Wann ist Hi-Fi Rush rausgekommen? 23. Ha. Und dann hauen die da kein kleines Easter Egg vielleicht mit Tokyo, Ghostwire Tokyo raus? Hm. Vielleicht auch, weil quasi... Das ein Spiel war und bei The Evil Within hat man schon zwei Teile gehabt. Kann sein. Was willst du denn schon wieder, du komischer, creepy Kühlschrank? Na hallo, ich führe gern durch die Ausstellung, aber mir scheint, du brauchst Hilfe mit... Ja, noch einem weiteren Fremdwesen oder so. Bitte lass mich ausreden, sonst kann ich dir schlechte Tipps geben. Ja, ja, klar. Aber diese Fremdexistenz ist wohl niemand anders als unsere Sicherheitschefin Corsica? Ja, es hat sich viel in den letzten Stunden geändert. Ich sehe, das Band der Freundschaft zwischen euch ist stark. Anscheinend hast du die Fähigkeit, mit deiner Windenergie Flammen zu löschen. Ja.
Zudem sind von dieser Energie betroffene Gegner empfänglicher für Betäubungsschaden. Offensichtlich. Ihr betreibt ja eine richtige Teamaktivität. Korsika fügt Gegnern nicht direkt Schaden zu, doch sie scheint unverzichtbar zu sein, um deine härtesten Gegner auszuschalten. Es geht auch zu hilfsbereit. Finde alle Smidges und interagiere mit ihnen, während du... Während ich was? Während ich unfreiwillig immer wieder drauf tippe? Wobei, ich tippe ja... Ich kann die eigentlich ignorieren, aber egal. Umarmen Sie den Pfleger in Ihnen auch äußerlich mit dem Brutal, ne? BRU oder Brut 1L. Sich um alle diese Aufgaben im Haushalt zu kümmern, ist schon eine Aufgabe für sich. Nicht mehr, dank der Brut 1L-Reihe. Sei es eine Hecke, ihre verwuschelten Haare, Brot oder nur ein Gedanke. Diese radikale Schnitttechnologie entfernt alle Kanten. Ja klar, einfach mal eben den Typen umarmen, der Kreissägen als Händen hat. Klar. Was soll da schon schief gehen? Oder einen Haarschnitt verpassen lassen. Klar, ich meine, da lasse ich lieber Edward mit den Scherenhänden lieber Haare schneiden, als halt den da. Unser Community-Helfer BAB00. Der schon wieder? Die neueste Ausführung unseres BAB00-Modells mag possierlich und verschmust erscheinen, doch bei diesen Einheiten steht Sicherheit an erster Stelle. Sie werden an Städte und Gemeinden ausgeliefert, um dafür zu sorgen, dass selbst die Kleinsten unter uns keiner Gefahr ausgesetzt werden. Der BAB00 ist die emotionale Unterstützung, die wir im und außer Haus brauchen. Hä? Wie willst du das Ding ins Haus reinbekommen? Sieht dein Haus so aus, oder was? Das ist kein Haus. Das ist ein Anwesen. Was ist das denn für ein Gangster-Rap-Foto? Das ist irgend so ein Album wahrscheinlich von so ein paar Rappern, wa? Ich hab wirklich keinen Plan mehr, wie die ganzen Moves gehen. Oh, Mann. Ich hab echt keinen Plan mehr. Ich müsste vor allen Dingen mal mehr kaufen wieder. Weiche mit Erbe. Ach so, ich kann auch noch sowas, stimmt ja. Ausweichen und angreifen. Ich hab diese Fähigkeiten? Echt? Ich erinnere mich aber nicht an diese Fähigkeiten. Ich brenne mich nicht komischerweise. Au. Alles bereit? Auf geht's! Das mach ich!
Feuer! Toll, ich krieg einen Erfolg fürs Feuerlöschen. Ach, da kommt sein Ultimate wieder. Jetzt kriege ich das komischerweise... Komischerweise, sage ich, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich habe da einfach quasi beim letzten Mal wirklich so sehr kein Rhythmusgefühl gehabt. Aber sowas von überhaupt kein Rhythmusgefühl mehr. Weil ich wollte ja eigentlich schon Ende machen, hab dann aber weitergemacht und yeah, das ist dann nach und nach immer schlechter geworden. Was ist das denn bitte für ein Bild? Warum muss ich da gerade an Dragon Ball denken? Was? Woher weißt du, dass ich das bin? Ich versuche nur Pause zu machen. Sag's bitte keinem. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich gut versteckt. Vermutlich das beste Ausstellungsstück hier. Aha. Wow, Hände weg von der Kunst. Sorry, aber die Kunst, in Anführungszeichen Kunst, ist ja auf irgendwelchen Podesten drauf. Und in irgendwelchen riesigen Glasvitrinen. Bei dir fehlt beides. Kannst dich von mir aus hier auf eine von diesen Bänken hier oder so draufstellen, dann hast du zumindest etwas. Davon. Wir kennen unseren wunderbaren Firmenlenker Cale Wanderley. Doch wo beginnt die Geschichte? Ursprünglich war Wanderley Solutions einmal ein winzig kleines Start-up. Roxanne Wanderley entwickelte in ihrer Garage Chips und Roboterteile, die sie aus dem Kofferraum verkaufte. Wenig glamourös, aber jeder fängt mal klein an, schätze ich. Seht dort, das ist der Originaltruck, der hier ausgestellt wird. Sie haben nicht erwähnt, dass diese Robotik geholfen hat, eine globale Energiekrise zu verhindern. Sie verhöhen sie ja regelrecht. Konzentration, Peppermint. Okay, weiter. Ach, da kann ich nicht drauf. Menno. Merkwürdiges Bild. Einmal reicht nicht aus, um den Automaten kaputt zu machen, was? Sag mal, das Ding ist stabil. Das Teil ist verdammt stabil gewesen und da habe ich jetzt mal eben ein paar hunderttausend Dosen rausfallen lassen. Exponat SENCO. Wir stellen vor die Senko-Reihe für persönliche Assistenz. Dieser vertrauenswürdige Begleiter folgt ihnen überall hin und lacht über ihre Witze. Die Senko-Reihe trägt ihre Einkäufe, schützt sie vor schlechtem Wetter und wird auf keinen Fall wahnsinnig. Lehnen sie sich zurück und vergessen sie ihre Sorgen. Wahnsinnsverringerung erfolgt in einem zukünftigen Update. Ah ja! Was sind das? Ach, der Samurai. Das Gefühl dieser Ausstellung wird sehr einseitig. Bedauerlicherweise wird die Geschichte von den Siegern geschrieben. Ist denn eine Banane da hinten im Gesicht? Ich glaube, das ist eine Banane. Ach, den kann ich nicht angucken, oder was? Okay, der ist aber verdammt groß. Ach, die Standardgegner aber jetzt mit Feuer, wa? Kein Schritt weiter! Korsika! Ey! Korsika, was ist los? Los geht's, Stein! Ich sehe sie.
Ist der andere tot oder was ist mit dem passiert? Achso, da ist er ja. Hab mich schon gefragt, wo der abblieb. Ja, toll, jetzt bringe ich auch noch. Okay, warte mal, wie ging dieser Angriff, womit ich jemanden nach oben schleudere? Das war einer, glaube ich, der ersten Sachen, die ich konnte, wa? War das das? Nein, das war das, wo ich in der Luft sein muss, damit ich diesen Strahl mache, genau. Das war was anderes. War das der Echo-Klatscher? Nein, das ist auch wieder was komplett anderes. Nope. Einstimmen war das. Okay. Ich muss darauf achten, dass wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier einstimme... Oder war das einstimmen? Oder war das eher ein anderer Angriff? Achso, das sind die... Okay. Wo dann der Gegner quasi in die Luft geschleudert wird. Dass ich da... dran denken muss, dass ich dann den Gegner... Oder dass ich mich zum Gegner hinziehen kann, damit ich dann beispielsweise den Harmoniestrahl mache. Weißt du? Naja, gut. Welcher Angriff war das jetzt gerade? Ich hab's vergessen wieder. Gott, Streamer Brain, ne? Achso, das war XX, Pause, XXX. Ne? Glaube ich.